Erin, wie ich auf dich gewartet habe, ich habe verdammt gute Neuigkeiten. Setz dich hin und hör zu, aber versprich mir, dass du nicht böse sein wirst. Vor einem Monat habe ich die Liebe meines Lebens kennengelernt, Josef. Und gestern habe ich erfahren, dass ich schwanger bin. Erin starrte mich an. Das hatte sie bestimmt nicht erwartet. Das kann ich verstehen. Ich wünschte nur, sie wäre nicht böse, dass ich ihr dieses Glück geheim hielt. In der Nähe befand sich eine Wassergaraffe, die sie in wenigen Sekunden leerte. Geht es dir gut, Süße? Sie nickte unsicher. Und dann verlor ich fast den Halt, konnte mich aber wenigstens noch an der Tischkante festhalten. Erin erzählte mir, dass sie Tim um diese Zeit kennengelernt hatte und dass sie vor einer Woche erfahren hatte, dass sie ein Baby erwartete. Wir schwiegen eine Minute lang und sahen uns an, dann kamen wir zur Besinnung und umarmten uns. Wow, unsere Kinder werden gleich alt sein, wir werden zusammen spazieren gehen, wir werden sie in denselben Kindergarten und in dieselbe Schule stecken und dann werden sie auf dieselbe Uni gehen und beste Freunde werden. Es war, als ob uns ein Stein vom Herzen gefallen wäre. Wir unterhielten uns eine Stunde lang über unsere Freunde, sie hatten so viel Ähnliches. Erst später stellten wir fest, dass wir uns ihre Bilder noch nicht gezeigt hatten. Ich schaltete den Bildschirmschoner auf meinem Smartphone ein und reichte es Erin. Schau her, er ist mit mir immer da. Plötzlich wurde meine Freundin ganz blass. Einen Moment lang sah ich es so aus, als würde sie vom Stuhl fallen. Aber der Tisch rettete sich auch dieses Mal. Sie zeigte stumm ihr Smartphone. Josef war auf dem Bildschirm zu sehen. Nur nannte sie ihn aus irgendeinem Grund Team. Was sollte das denn bedeuten? Wenige Augenblicke später sprangen wir von unseren Sitzen auf und rannten in Panik zum Ausgang. Wir steckten in den Türen fest und wollten alle als Erste raus. Hör auf, Erin, lass uns über alles reden. Es ist für uns beide verboten, sich aufzuregen. Wir gingen zurück an den Tisch und führten ein langes Gespräch. So fanden wir heraus, dass Josef ein Doppelleben führt und gefälschte Ausweise hat. Für mich ist er ein Künstler und für meine Freundin ist er ein Küchenchef. Es gibt einige Gemeinsamkeiten, aber alles in allem müssen wir zugeben. Er ist ein brillanter Schauspieler. Er hat uns beide geschwängert und er wird in zwei Familien leben. Die Wut nahm mir den Atem und ich ballte meine Fäuste so fest, dass ich mir mit den Fingernägeln in die Haut schnitt. Wir müssen ihn bestrafen und bloßstellen. Wir brauchen einen Plan. Und es kam schnell. Josef hatte seine erste Gemäldeausstellung vor sich. Er sagte, sie würde unser ganzes Leben verändern und wir wären nicht mehr bedürftig. Ach, mein Liebes, wenn du dich nie so als einen Lump erwiesen hättest, wäre alles gut gewesen. Aber jetzt? Lass dich von mir überraschen. Wir haben im Baumarkt ein paar Dosen Fassadenfarbe gekauft, die wir nun in die Galerie schmuggeln müssen. Ich gab mir als Kurier aus und sagte, ich hätte Zubehör für die Montage der Ausstellung mitgebracht. Doch dann bat mich der Sicherheitsdienst, die Schachtel aufzumachen. Nicht schon wieder. Ich begann mit zitternden Haaren, sie aufzumachen und dann kam Erin herein. Sie gab vor, sich überzuführen und bat den Sicherheitsmann um Wasser. Er lasste mich durch, puh, das hat sich erledigt. Während Erin die Komödie nachspielte, spitzte ich meinen Pinsel willkürlich auf die Gemälde. Nimm das, Josef. Dies ist für mein Herzschmerz und für Rat. Ich fühlte mich so verletzt und beleidigt, dass mir Tränen aus den Augen flossen. Aber ich hörte nicht auf. Wir waren früh auf der Aufstellung und natürlich haben wir uns verkleidet. Ich habe ungeduldig die Erscheinung von Josef gewartet. Komm und sieh dir deine Werke an. Plötzlich erschien er an der Tür. Sein Gesicht wurde erst blass, dann grün, er taumelte und fiel in Ohnmacht. Ach du meine Güte! Später hinterließ ich ihm eine SMS, in der ich ihm mitteilte, dass ich heute Abend bei meinen Eltern übernachten würde. Es sei an der Zeit, die Mission Chefkoch zu übernehmen. Für die Eröffnung des Restaurants hat er ein eigenes Menü entwickelt, das unbedingt ruiniert werden muss. Wir wussten, dass Tim, auch bekannt als Josef, gerade auf der Aufstellung war, also gingen wir leise in das Restaurant. Das Restaurant war zu, aber wir klopften hartnäckig, bis der Geschäftsführer herauskam. Wir überredeten ihn, uns für eine Besichtigung hereinzulassen und sagten ihm, dass wir den Partyraum gleich nach der Eröffnung für eine große Summe mieten würden. So sind wir drinnen gelandet. Während ich mir das Design ansah, bat Erin darum, das Klo zu benutzen. Sie musste die Spezialitätenkarten finden und alles darin austauschen. Sie war lange Zeit weg und der Geschäftsführer schien nervös zu werden, als ob er etwas ahnte. Er ging zur Toilette und ich hatte keine andere Wahl, als ihm zu sagen, dass meine Freundin Verstopfung hat. Und er nickte verständnisvoll.
Es hat funktioniert. Aber schließlich kam Erin heraus und dann überreichte uns der Manager zwei Einladungen zur Eröffnung des Restaurants. Das ist es. Sehen wir uns die Schande Josefs mit eigenen Augen an. Die Eröffnung war voll von Gästen und sobald wir an einem Tisch Platz genommen hatten, wurden uns sofort einige der Spezialitäten angeboten. Für Ihre Wahl bitte schön. Dann bat mich Erin, mich umzudrehen und ich war verblüfft. Es ist Adam Blatt, der berühmte Restaurantkritiker, von dessen Beurteilung die ganze Zukunft des Chefskochs und des Restaurants abhängt. Das ist das Ende. Moment mal, stimmt, ja, das Ende unseres Mannes und seiner Karriere als Künstler-Chefkoch geschieht ihm recht. Eine halbe Stunde später bekam Adam ein Gericht, aß einen Bissen und erstarrte. Ich glaube, es hat geklappt. Er war kurz davor, es auszuspucken. Der Kritiker schob den Teller weg und ging zum Mikrofon. Alle im Raum erstarrten. Die Spannung war groß. Adam öffnete den Mund, aber wir konnten nichts hören. Es stellte sich heraus, dass das Mikrofon ausgeschaltet war. Lassen Sie sich entspannen, Herr. Wir sagen alles für Sie. Der Chefkoch und Autor dieser schrecklichen Gerichte ist ein Betrüger. Er führt ein Doppelleben. Meine Freundin und ich sind von ihm schwanger und er lebt mit jeder von beiden mit gefälschten Ausweisen. Der erstaunte Josef kam heraus und einen Augenblick später erschien ein anderer Josef aus dem Saal. Was? Das kann nicht sein. Warum gibt es zwei von euch? Josef, der aus dem Saal kam, sagte, es sei sein Zwillingsbruder, den er mir heute vorstellen wolle. Es hat mich plötzlich wie ein elektrischer Schlag getroffen. Was haben wir getan? Die Atmosphäre wurde durch den Kritiker entspannt, der sagte, dass er sich nie in das Privatleben anderer Leute einmische und nur das Essen bewerte. Und das sei großartig. Was? Sofort gab es Applaus und Bravo-Rufe. Mir wurde schlecht, ich schwankte und wäre fast umgefallen. Josef erwischte mich und flüsterte mir ins Ohr, dass ein Sammler alle Gemälde gekauft habe und die Hälfte der Summe mir zustehe, weil er wisse, wessen Hände die Gemälde seien. Es stimmt, was man sagt. Fürchte dich von den Kranken und Schwangeren. Erin und ich hätten fast unser eigenes Glück ruiniert, aber es ist gut ausgegangen, auch wenn wir uns immer noch für alles schämen. Hat dir dieses Video gefallen? Abonniere den Kanal und klick auf den Like. Vielen Dank! Ich war so glücklich, Peters Eltern endlich kennenzulernen. Wir näherten uns bereits seinem Haus und seine Eltern empfingen uns an der Türschwelle. Als ich die Gesichter sah, oh mein Gott, das waren genau die Menschen, für die ich mich bereit erklärte, eine Leihmutter zu sein und ihr Kind zu gebären. Natürlich wusste Peter davon nichts. Ich machte das für meine jüngere Schwester. Milana brauchte eine Notfall-Nierentransplantation. Die Ärzte versprachen ihr Bestes zu geben, aber jetzt brauchte ich nur Geld. Unsere Eltern waren schon lange tot. Es gab niemanden, der uns helfen konnte. Aber die Summe war riesig. Wie konnte ich nur so viel machen? Ich war verzweifelt, suchte den ganzen Tag nach Jobs und plötzlich bin ich auf eine Anzeige gestoßen, in der es darum ging, dass eine Leihmutter für ein älteres Paar ein Kind gebären sollte. Es wurde viel Geld angeboten. Es würde reichen. Mir wurden Tests gemacht, ich durchlief einige Verfahren und sehr bald sagte der Arzt, sie sind schwanger. Ich konnte es nicht glauben, dass ich es getan habe. Aber ich war bereit, alles zu tun, um meine Schwester zu retten. Als meine Eltern gestorben sind, sind wir ganz allein geblieben und versprachen, immer füreinander da zu sein. Ich erhielt einen großen Betrag im Voraus und brachte das Geld sofort in die Klinik. Meinem Freund Peter habe ich davon nichts erzählt. Ich hatte Angst, er würde mich verlassen. Und er bemerkte es auch nicht. Ich musste lügen, dass ich für ein Jahr die Stadt verlassen musste, um aufs College zu gehen. Es schien so, als würde er mir das abkaufen. Peter war meine große Liebe, meine erste Liebe. Ich wollte ihn heiraten und jetzt stellt er mich seinen Eltern vor. Es ist so aufregend, aber so viel zu Zufälligkeiten. Wer hätte gedacht, dass ich das Kind für sie austragen werde? In Panik erzählte ich Peter, dass ich eine Lebensmittelvergiftung hatte, drehte mich um und rannte nach Hause. Plötzlich klingelte das Telefon. Es war Peter. Ich bereitete mich aufs Schlimmste vor, aber er sagte, er würde meine Aufregung verstehen. Und heute wäre nicht der beste Tag, seine Eltern kennenzulernen. Sie hatten vor kurzem einen Streit mit ihm, weil er gerne bis spät draußen war und seine Eltern deshalb schlecht schliefen. Danach bot mir Peter an,
mir zu helfen, die Stadt zu verlassen fürs College. Aber ich bestand darauf, dass ich das alleine durchziehe. Am nächsten Tag zog ich alle meine Sachen ins Landhaus. Sobald ich ausgepackt hatte, hatte ich das Gefühl, Pete bereits zu vermissen. Aber ich habe mich selbst nochmal daran erinnert, dass das der einzige Weg war, die Schwangerschaft im Geheimen zu halten. Und nur so konnte ich unsere Beziehung retten. Ich legte mich gerade mit einem Buch aufs Sofa, als es an der Tür klingelte. Wer war das denn? Verwirrt öffnete ich die Tür und sah Peter mit einem riesigen Koffer. Peter sagte, er hätte verstanden, er möchte mit mir leben und er würde mich gar nicht stören, während ich aufs College gehe. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Jedes Mädchen in meiner Situation wäre überglücklich, aber ich hatte nur Angst. Er würde von meiner Schwangerschaft erfahren. Nervös versuchte ich ihm zu erzählen, dass es hier langweilig sein würde, es gab gar keine Clubs, gar keine Partys. Aber Peter sagte, ich solle mir keine Sorgen machen. Seine Freunde würden mit dem Auto rumkommen. Und heute Abend würde die erste Party stattfinden, als Einweihungsfeier. Ich war den Tränen nahe, aber ich beschloss, Peter zu sagen, er soll gleich nach der Party in die Stadt fahren. Ich musste alleine hier sein. Die Gäste waren versammelt. Peter bot der Gastgeberin an, etwas zu trinken, also richteten sich alle Augen auf mich. Ich konnte meine Aufregung nicht unterdrücken. Ich durfte keinen Alkohol trinken. Ich bat nervös um etwas Wasser. Peter antwortete ungeduldig, dass er meinen gesunden Lebensstil wirklich noch nie bemerkt hatte. Und dann kam Archie, sein bester Freund, auf mich zu. Ich habe den gerade mal ein paar Mal gesehen, aber ich wusste, dass jeder dachte, dass er ein guter Kerl ist. Und Archie hatte auch Wasser in seinem Glas. Er sagte, für gute Laune und Spaß müsste man nicht trinken. Genau dann mischte sich Peter ein und sagte, er wüsste, wie er mich ein bisschen wieder zur Laune bringen würde. Er hätte mein lieblingsindisches Essen mitgebracht. Aber allein der Geruch von Curry machte mich krank. Ich zögerte und er drehte sich nur um und ging zurück zu den Gästen. Das war definitiv nicht der Zeitpunkt, darüber zu sprechen, dass ich allein sein wollte. Peter war bereits sauer. Aber der richtige Moment, um Peter loszuschicken, kam auch einfach nicht. Im Laufe des Tages wuchs mein Bauch und meine Hormone verwandelten meine Stimmung in eine Achterbahnfahrt. Eines Morgens bin ich in einem schrecklichen Zustand aufgewacht. Meine Beine waren geschwollen und meine Brust tat weh, einfach nur zu berühren. Sie war von Peter. Vergiss nicht, heute ist der Hochzeitstag meiner Eltern. Das Treffen ist heute um 19 Uhr. Ich hoffe, dieses Mal werden wir die Bekanntschaft machen. Verdammt, ich habe versprochen, dorthin zu gehen. Ich konnte definitiv das jetzt nicht abwimmeln. Ich musste sicherstellen, dass die Eltern mich nicht erkannten. In meiner Verzweiflung zog ich einen alten, ausgestreckten Pulli an, band mir ein Kopftuch über und setzte eine Sonnenbrille auf. Peter kam zurück und starrte mich an. Würde ich das tragen? Aber ich antwortete hastig, es wäre keine Zeit da, um etwas zu ändern. Peters Eltern sahen die ganze Zeit während des Abendessens seltsam aus. Haben sie mich doch erkannt? Und am Ende sagte seine Mutter, sie hätte gute Nachrichten. Sie würden bald ein Kind bekommen. Peter war überrascht. Er verstand gar nicht. Sie wären ja gar nicht in dem Alter, um Kinder zu kriegen. Aber die Mutter stammelte, dass sie eine ausgezeichnete Leihmutter gefunden hätten und sie würde bereits den künftigen Bruder oder die künftige Schwester im Bauch tragen. Oh, sie haben nicht gemerkt, dass ich es bin, Gott sei Dank. Und dann bemerkte Peter mit einem Kichern, dass nur Idioten zustimmen würden, das Kind eines anderen Paares für Geld auszutragen. Oh, was verstand er eigentlich? Ich schrie, dass er falsch sei und hielt meine Tränen zurück und rannte auf die Straße. Peter holte mich ein und sagte mir, er hätte meine Achterbahnlaune endlich satt. Weißt du, wir sollten uns besser trennen und eine Pause voneinander machen, sagte er. Was? Peter fügte hinzu, er würde eine Woche bei seinem Freund Archie, dem Typen von der Party, bleiben. Es tat mir weh, das zu hören, aber vielleicht war das so auch besser. Wenn wir uns trennen würden, würde Peter meinen Bauch gar nicht wachsen sehen. Zu Hause packte Peter seine Sachen zusammen und verließ das Haus sofort. Archie wartete vor dem Haus auf ihn. Ich ging baden, um mich zu entspannen. Dann hörte ich ein Geräusch im Flur. War Peter zurück? Alle meine Sachen waren im Schlafzimmer, er würde meinen Bauch sehen. Ich zog einen Bademantel über und beschloss, mich ins Wohnzimmer zu schleichen. Ich hielt den Atem an und versuchte, mich so leise wie möglich zu bewegen, aber ich konnte meine geschwollenen Beine kaum von Fleck rühren. Und dann sah ich Archie, diesen Freund von Peter, fassungslos vor mir stehen. Er erklärte ungeschickt, dass Peter sein Hemd vergessen hätte und bat ihn, es zu holen, damit er mich nicht sehen müsste. Er sah meinen Bauch, perfekt unter dem Bademantel sichtbar. Verdammt, er würde es Peter jetzt erzählen. Mir wurde schwindelig vor Angst und ich fing an zu fallen. Archie ran sofort zu mir und half mir, mich aufs Sofa zu setzen. Ich weinte. Archie, ich wollte niemanden betrügen. Und dann erzählte ich ihm, dass ich das Kind eines anderen trage, um meine Schwester zu retten. Danach starrte Archie lange auf einen Punkt und schwieg. Ich hätte nicht mich verplappern sollen. Aber dann sagte er etwas, was mir Gänsehaut verpasste.
Er sagte, wenn seinem geliebten Menschen etwas passieren würde, würde er auch alles tun, um ihm zu helfen. Er bemerkte meine geschwollenen Beine und sagte, als seine Mutter mit seinem kleinen Bruder schwanger war, hat er ihr oft eine Massage gegeben und er bot mir an, mir zu helfen. Ich war überrascht, stimmte aber zu, meine Beine taten wirklich sehr weh. Und gerade als Archie anfing, mich zu massieren, hörte ich, Archie, was dauert denn so lange? Und plötzlich war Peter im Raum. Wütend schrie er, dass er nicht im geringsten überrascht war, dass ich ihn bereits betrogen hätte. Peter, warte, du hast es falsch verstanden. Ich dachte, die Welt würde jetzt zusammenbrechen. Und was würde passieren? Ich rief Peter die ganze nächste Woche an, aber es schien, als hätte er mich blockiert. Ich war in einem schrecklichen Zustand, aber ich wusste, dass ich mich zusammenreißen musste. Zumindest um meiner Schwester Milana zu helfen. Ich versuchte aus dem Bett zu kommen und hörte eine Stimme unten. Peter? Nein, aber es war Archie. Er brachte mir eine ganze Tüte Obst. Ich fragte ihn nach Peter. Ist er immer noch sauer auf mich? Aber dann nahm Archie meine Hand und sagte, dass ich Peter nicht brauchte. Alles würde gut gehen und Archie würde sich um mich kümmern. Aber Peter hat es doch nur einfach falsch verstanden. Ich habe ihn nicht betrogen. Ich trug ein Baby für meine Schwester aus. Und es war so lange her, dass ich sie im Krankenhaus besucht hätte. Archie sagte plötzlich, worauf warten wir noch? Lass uns gehen. Ich war etwas traurig, denn Peter hat sich nie für meine Schwester interessiert. Er sagte immer, du musst abwechseln und lud mich zu einer anderen Party ein. Ich stimmte zu und Archie und ich gingen ins Krankenhaus. Als ich den Raum betrat, sah ich, dass meine kleine Schwester endlich zur Besinnung kam. Aber der Arzt, der neben Milanas Bett saß, sagte mir, ich sollte nicht zu glücklich sein. Das neue Organ könnte sich mittlerweile einfach nicht etablieren. Aber die Hauptsache war doch, dass sie schon wach war. Archie und ich besuchten Milana fast jeden Tag. Alles schien gut zu laufen. Sie würde schnell wieder auf die Beine kommen. Zuerst war ich ein wenig besorgt darüber, wie meine Schwester Archie akzeptieren würde. Aber es schien, dass sie mittlerweile ziemlich gut miteinander auskamen. Sie verbrachten Stunden damit, über Comics zu diskutieren. Ich war so glücklich und überrascht zu sehen, dass ich mich auch irgendwie an Archie schien zu binden. Eines Tages waren wir auf dem Rückweg vom Krankenhaus und Archie bat mich, zum Abendessen in einem Café vorbeizuschauen. Ich zögerte, aber das war Peters Lieblingscafé. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, aber ich dachte, die ganze Sache mit Peter war in Vergangenheit, also stimmte ich zu. Sobald wir dort bestellten, sagte Archie verlegen, er würde mich schon seit langer Zeit mögen. Ich war verwirrt. Doch er fügte hinzu, dass er auf keinen Fall wegen Peter es zugeben würde. Ich fühlte, wie ich rot anlief. Doch genau in diesem Moment sahen wir, wie Peter das Café betrat. Er hatte seinen Arm um ein blondes Mädchen gelegt. Dann bekam ich eine Nachricht auf mein Handy. Es war aus dem Krankenhaus. Der Arzt schrieb, dass die Niere sich immer noch nicht etabliert hätte und Milana dringend einen neuen Spender brauchte. Ich wollte gerade aufstehen, aber mein Wasser brach. Der Boden schien unter meinen Füßen wegzufallen. Alles wurde dunkel. Ich wachte im Krankenhaus auf. Archie war nirgends zu sehen und das Baby war auch nicht da. Wie geht's Milana? Gott, was ist passiert? Doch dann ging die Tür auf und Peters Eltern kamen rein, jubelnd. Und drückten mir ein kleines Babybündel an die Brust. Der Arzt übergab mir eine Art Superheldenabzeichen. Das war Milanas Lieblingszeichen. Was soll das heißen? Der Arzt sagte, dass meine Schwester bereits sich von 2 Operationen erholt hätte und mir sogar dieses Zeichen als ein Zeichen der Dankbarkeit abgeben wollte. Ich verstand nichts. Haben wir es geschafft? Haben Sie den Spender gefunden? Der Arzt sah mich überrascht an und sagte, dass es mein Freund sei, der seine Niere gegeben hat. Archie? Der Arzt schaute auf die Karte und nickte. Tränen liefen mir über die Wangen. Einen Monat später gingen Milana, Archie und ich ans Meer. Ich schaute auf die Wellen und dachte, wie schön ist es doch, dass die Schwierigkeiten jetzt alle in der Vergangenheit waren. Und jetzt lag ein neues, glückliches Leben vor uns dreien. Ich wandte mich an Archie und sagte, danke, du bist mein Superheld. Milana lachte fröhlich. Das Mädchen, das ich zur Welt brachte, hieß übrigens Milana. Wir besuchten sie manchmal mit der ganzen Familie. Dir gefiel das Video? Dann gerne den Kanal durch ein Like und ein Abo unterstützen. Danke!